Nach der Rücktrittsankündigung von SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans ist seine Nachfolge weiter ungewiss. Als wahrscheinlich gilt, dass weiterhin eine Doppelspitze die SPD anführen wird. Doch sicher ist auch dies nicht. In der Satzung ist das Duo nur als Option verankert. Derzeit werden unterschiedliche Namen möglicher Vorsitzender genannt. Saskia Esken. Die Co-Parteichefin hat bereits angekündigt, für eine neue Amtszeit kandidieren zu wollen. Ihr Ziel sei, den mit dem bisherigen Co-Parteichef Norbert Walter-Borjans eingeschlagenen Weg fortzusetzen, auch wenn dieser nicht erneut antritt. Es wird davon ausgegangen, dass die Parteilinke Esken vom Parteivorstand erneut nominiert wird. Olaf Scholz. Der 63-jährige Wahlsieger erschien auf den ersten Blick manchen als naheliegende Wahl, auch für den Parteivorsitz. Allerdings hat Scholz selbst deutlich gemacht, dass er sich stattdessen auf das Kanzleramt konzentrieren will. Auch ist die SPD mit der Trennung von Partei- und Regierungsämtern zuletzt gut gefahren. Zudem wäre eine One-Man-Show Scholz vor allem vielen SPD-Linken wohl nicht so gerecht. Lars Klingbeil. Der Generalsekretär gilt als ein Top-Favorit für die Novabo-Nachfolge, zumal der 43-Jährige auch für den vom scheidenden Parteichef geforderten Generationswechsel durchgehen könnte. Klingbeil wird im Gegensatz zu Walter-Borjans dem rechten Parteiflügel zugerechnet. Allerdings wurde er bisher auch von Parteilinken als erfolgreicher Brückenbauer akzeptiert. Jedoch wird Klingbeil ebenso als Anwärter für ein Ministeramt genannt. Kevin Kühnert. Für den 32-jährigen Parteivize und früheren Juso-Chef könnte der Führungswechsel etwas zu früh kommen. Auch gilt der dezidiert Parteilinke als polarisierend innerhalb und außerhalb der Partei. Allerdings könnte dies auch ein Gegengewicht zum parteirechten Scholz im Kanzleramt sein. Rolf Mützenich. Auch der Fraktionschef kommt selbstverständlich für die Parteispitze in Frage. Für einen Generationswechsel könnte der 62-jährige Parteilinke allerdings weniger gut herhalten. Und bislang lag sein persönlicher Schwerpunkt eindeutig eher im Parlament als im Willy-Brandt-Haus. Sollte sich dies ändern, wäre er jedoch ein Schwergewicht in der Bewerberriege. Manuela Schwesig. Immer wieder genannt wird auch die Wahlsiegerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings hat die 47-jährige Ministerpräsidentin den Akzent zuletzt eindeutig eher auf die Landespolitik gelegt. Ob sie an einem Spagat zwischen Schwerin und Berlin zum jetzigen Zeitpunkt Interesse hätte, ist ungewiss.